Dann quatsch ich doch noch mal mit Feidan. Mag das ja nicht, wenn man da so an unserem Schiff rumfuscht. Ging es um unser Schiff? Wo muss ich denn hier lang? Kann ich hier lang? Ich glaube ja, ne? Ja. Tja, mein Lieber, was machen dann Leutchen an meinem Schiff hier? Erzähl mal. Guten Tag. Commander, was kann ich für Sie tun? Ja, erzähl mal. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geth fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns? Kann ich verstehen, aber... Oh, ich würde das ja... Ja, irgendwie ist diese Frage nicht da, ne? Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Geht, hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Ja, richtig, aber richtig. Trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Eigentlich. Ich habe etwas nie zuvor erlebt. Ach, das bringt mir ja nicht weit, ne, mit den seltsamen Verhalten. Funktioniert, keine Ahnung, was damit gefragt wird. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Es hat uns sehr geholfen, die Geth in Tunnel los zu sein, Commander. Aber wir müssen uns trotzdem noch um andere profane Dinge wie Essen, Wasser und Strom kümmern. Das haben wir doch alles. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Ja, das haben wir doch alles. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Ja. Natürlich, Commander. Ah, das bringt halt nichts, ne? Das ist jetzt so... Ja, komm, dann ist egal. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Ärgerlich. Wen könnte ich denn da aber noch fragen? Wisst ihr was? Das ist ja mit den netten Pärchen da draußen. Dahin. Ich guck mal, ob ich mit denen nochmal reden kann vielleicht. Hi. Es tut so weh, wenn ich daran denke, was wir verloren haben. Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalata geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Oh, warte mal, untersuchen. Zustand der Frau, wie geht's denn der? Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich der denn helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Okay, kann ich das noch weiter untersuchen? Na, ich stelle dir mal eine persönliche Frage. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Ja, komm, ich glaube, mehr brauche ich den auch nicht fragen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Ja, ich gebe ja mein Bestes, aber so leicht ist das jetzt auch nicht, ne? Ich kann dich nicht mehr fragen. Was ist mit dir? Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Wow. Entschuldigung. Was ist denn mit dir los? Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geth. Und das ist jetzt falsch, weil ich euch den Arsch gerettet habe? Nee, eigentlich will ich mich mit dir gar nicht weiter unterhalten. Auf Wiedersehen. Commander? Auf Wiedersehen. Wie ausgesucht höflich er doch ist. Ja, dann kann ich eigentlich auch den Aufzug nehmen, beziehungsweise hier diesen Sky-Dings irgendwas, ne? Wie hieß er denn gleich hier? Erstmal finden. Fahrstuhl zum Proteanischen Skyway. Yep, genau das. So, allerdings mache ich an der Stelle schon wieder eine kleine Aufnahmepause. Momentan habt ihr ein paar viele Schnitte, aber das liegt einfach daran, dass ich momentan auch immer ein bisschen arg wenig Zeit habe. Und wir haben schon wieder nach 3 Uhr nachts hier gerade. Kannst du mal aufhören, auf mich runterzutropfen? Das ist voll unhöflich. Ich will hier gerade eine Aufnahmepause machen. Echt mal. Was ein Drecksloch hier. Ja, nee, wie gesagt, ich mache an der Stelle mal eben eine kleine Aufnahmepause. Ich speichere den ganzen Spaß hier nochmal eben. Aufsteigen könnte ich auch schon wieder. Ja, machen wir demnächst. So, das speichern wir. Jetzt drücken alle die Daumen, dass diesmal nicht die Aufnahme geschrottet wird. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Entweder wahlweise gleich oder nächstes Video. Ihr kennt's ja schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und danke fürs Reinschauen. Tschüss.
Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei Mass Effect. Wir stehen hier noch, an diesem, wie auch immer er genau hieß, rum, Fahrstuhl zum proteanischen Skyway. Genau, das war's. So, dann wollen wir mal hier nahtlos weitermachen. Mehr oder weniger. Da ist der Schalter. Bisschen versteckt, geh doch mal aus dem Weg, Mann. So, dann wollen wir mal. Achso, da lädt es auch direkt. Na gut. Dachte, das geht jetzt einfach so weiter. Man kann es ja nicht ahnen. So. Was? Oh, Gegner. Hi. Hi, ich wollte erstmal Hallo sagen. Hi. Alles cool bei euch? Oh, müssen wir... wir müssen wieder fahren. Wir müssen wieder fahren. Na gut. Ja, dann machen wir das mal. So, wir müssen ja zu Exo Jenny. Auf zu Geth-Basis, okay. Ich weigere mich, mit hartnäckig geht zu sagen. Das klingt kacke. Oh, ich glaube, da geht Party ab. Ja, da geht direkt die Party ab. Na super. Ich freue mich. Ich weiß nicht. Wow. Es ist zu schwach, um es zu orten. Aber hier ist definitiv ein Kind. Kann ich das treffen? Von hier? Uäh. Ich fahre mal lieber ein bisschen langsamer, wenn keiner was dagegen hat. Okay, den haben wir getroffen. Sehr schön. Hi. Na, nicht treffen. So ist brav. Da ist noch mehr, Commander. Aber ich kann es noch nicht auf. Passiert da was? Ja, sag mal. Es ist erst einige Tage her. Wer ist einige Tage her? Ich komme gar nicht dazu, gerade zuzuhören. Irgendwas Spannendes passiert auf jeden Fall. Ah, oh, sei mal nicht so bouncy. Oh Gott, hier kann ich aber langfahren, ja? Okay. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Okay. Das ist aber unschön. Könnt ihr mal aufhören, mich zu treffen? Bäh. Oh Mann, wie fies. Wisst ihr was, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich fahre jetzt einfach. Haha. Voll gut. So, mir gehen zwar Erfahrungspunkte, aber ich glaube, die sind so wichtig jetzt auch nicht. Kann ich hier drüber und drunter irgendwas durchfahren? Alter Schwede. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Ist das so? Nah genug sein, um uns zu sehen. Vergessen Sie sie. Wir müssen die Gate finden. Ja, Moment. Kann man hier rein? Hallo. Na, guck mal, da sind Menschen. Hi. Was geht bei das euch? Ist nah genug. Was denn? Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gate. Ganz offensichtlich. Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Entschuldigung, ich wollte helfen. Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Nein, nein, nein. Da sind noch ein paar mehr. Faidan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Ah ja. Sie haben überlebt. Aber die Gate haben ihnen schwer zugesetzt. Ja. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ja, verstehe. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten. Aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Gate sind im Hauptquartier von ExoGenny hier ganz in der Nähe. Mhm. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gate, sonst nichts. Wow, ist ja gut. Voll der Freundliche. Ja, keine Sorge. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Okay, wo finden wir die denn? Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exo-Jenny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Mhm. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Ja, wir finden die. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Lass mal eben gucken hier. Puh, so viele Sachen. Warum haben die überhaupt angegriffen? Genau. Wissen Sie, was die Gate gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar.
Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exo Jenny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Tja, ist ja mit der Kolonie so? Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Warum seid ihr hergekommen? Was hat sie hierher geführt? Ich schätze, ich dachte, das wäre ein Neuanfang. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Stattdessen wurde alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Es ist hart, nicht die Hoffnung zu verlieren. Ja, das glaube ich dir gerne. Was haben wir denn noch da so? Was ist denn hier mit Sue's Hope? Erzähl mal. Wieso haben sie sich von Sue's Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exo Jenny. Sue's Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geht zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Naja, aber dann macht das doch jetzt. Sie sind jetzt relativ sicher, vielleicht sollten sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Ach so. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Ja, du bist ja sehr zuversichtlich. Was ist denn hier mit eurer Exo-Jenny-Anlage? Erzähl mal was davon. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exo-Jenny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exo-Jenny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Ja gut, dann bleibt mal einfach hier. Wir kommen ja irgendwann wieder. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geht wollten. Wie Sie okay. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Ja. Machen wir alles. Dann schaue ich mich mal kurz hier um. Ja, immerhin habt ihr Wasser. Was brennt? Okay. Naja. Bisschen Schwund ist immer. Ich guck mal hier kurz ein bisschen rum. Was haben wir da? Flüchtling, hallo. Ich hoffe, Sie können uns hier rausholen. Ja, wir geben unser Bestes zumindest. Gibt's hier sonst irgendwas? Flüchtling? Ob ich Sie um Hilfe bitten soll? Hallo? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Oh. Ich habe ein kleines Problem. Oh, ja, natürlich. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Okay. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Ach so. Warum denken die Leute immer, dass wir uns gern in Gefahr bringen? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exo Jenny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz Ach so. Ja, wenn das sonst nichts ist. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Okay, kannst du uns denn noch was erzählen? Ja, was sind denn das für Daten? Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender. Und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Klingt ja für uns wirklich nicht ganz uninteressant. Warum bist denn du hier? Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Ach so. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Okay. Ja, Grund für einen Angriff, komm, ist egal. Dann. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. Ja, machen wir es. Sowas von. Was ist mit dir? Die Grenze ist viel gefährlicher, als den meisten klar ist. Ach so. Ja, natürlich. Hi. Diese Leute hatten ihre Chance. Das ist mehr als andere bekommen. Exo Jenny weiß ihre Kooperation bei der Sicherung der Kolonien zu schätzen. Ja, kein Ding. Wir tun, was wir können, oder so? So, dann gehen wir mal, brauch Kamera. Ruckel. Mann. Irgendwie neige ich in letzter Zeit dazu, Spiele zu spielen, wo die Kamera immer sehr, sagen wir, innovativ ist. So, dann wollen wir hier mal hoch. Ja, enge Kurven fahren ist mit diesem Gefährt das Schönste, was man machen kann. Ah, oh, Laden, Ruckler. So, auf geht's. Wo da wohl nicht?
Da lang? Ach, das ist eine Tür. Okay, ja. Ja, sag mal. Was ist denn hier los? Flieh! Tschüss. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geld. Achso, okay. Kann ich hier lang fahren? Was soll ich abschalten? Ist ja schon wieder so einer. Ist aber ganz schön groß, wa? So, komm. Den haben wir noch mitgenommen. Der Rest soll mir jetzt egal sein. Ich fahre mal einfach weiter. Ich bin ja nicht gezwungen, die hier zu machen. Was? Blockiert, okay. Darf ich weiter? Das ist ja super. Okay. Da vorne durch? Die Geht verschwenden wirklich keine Zeit bei ihrem Einzug. Hi. Was haben Sie nur vor? Ja, das ist aber gut geflogen. Kein Sinn, außer Sie suchen nach etwas. Ich würde dich ja gerne treffen, aber ich glaube, das wird hart. Na? Bam. Einer weniger. Und dich kriege ich auch noch. Unterwegs zur Position. Ja, so, jetzt können wir auch zu Fuß laufen. Alter! Waffe raus und ab in Deckung gehen. Meine Güte. Wir müssen da lang, ne? Gott, ich liebe diese Waffe. Ernsthaft. Endlich mal was, was ordentlich Schaden macht. Kann ich mal laufen, bitte? Danke. Okay. So, ich glaube, da müssen wir rein. Wenn es blockiert ist, schon wieder das Radar, ist bestimmt irgendwo Gegner in der Nähe. Kommt man da auch durch? Das kriegt man gar nicht auf, ne? Wir können dieses Feld nicht zerkratzen. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Okay. Ja, dann bleibt uns wohl nichts über, außer da vorne reinzugehen. Türsteuerung, leichte Dechiffrierung. Okay, wenn ich das jetzt versemmel, komme ich niemals rein? Oder wie darf ich das verstehen? Na, ich versuche mal mein Glück. Oh Gott, oh Gott. Okay, den haben wir hinbekommen. Hier sind doch irgendwo Gegner. Du stehst bestimmt gleich auf, oder? Ich trau dir nicht. Aber die können doch nicht so ein dickes Teil hier hinsetzen. Alter Schwede. Meine Waffe überhitzt. Lalala, Hilfe. Boah, ist aber schon unschön, ne? Wenn die einen so ein Teil hier einfach vorsetzen. So, wo geht's weiter? Das war doch jetzt nur so ein kleiner Bonusbereich, oder? Das haben wir leer gemacht. Ja, da unten sehe ich theoretisch was, aber da komme ich nicht rüber. So, pack doch mal eben erstmal die Waffe weg. Geht's hier runter? Ist hier irgendwo eine Lücke, wo man durchkommt? Nee, das ist komplett eingestürzt. Dann bin ich verwirrt. Hier vorne vielleicht irgendwo? Ich komme hier gar nicht runter. Okay. Ja, leichte Verwirrung gerade. Irgendwo muss es ja weitergehen. Wir gucken mal. Da scheint das Licht so elegant durch. Scheint es nach oben, nach unten? Das scheint einfach nur so durch die Gegend, okay. Ja, also ich sehe nichts, wo man durch kann. Ihr seht auch nicht zufällig irgendwas, ne? Nein? Wo kommt man denn hier rein? Das sind keine Eingänge. Das ist ja spannend.
Moment, dann schauen wir uns hier vorne nochmal um. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ja, die Xbox ist ordentlich am Laden hier. Aber das hilft uns nichts. Hier komme ich nie im Leben durch. Ups. Einfach mal runterfallen, okay. Was ist hier? Sieht aus, als geht es hier nur nach unten, Commander. Oh. Oh, okay, aber man kommt da durch. So, ich nehme schon mal meine Waffe. Irgendwas sagt mir nämlich, da kommen bestimmt noch Gegner. Keine Gegner? Doch Gegner? Hi! Lass doch sowas! Weder das eine noch das andere. Guten Tag. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gateschiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Mhm. Ja, kein Problem. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ja, auf die was? Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Was ist ein Torianer? Mhm. Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Okay, interessant. Erzähl mal mehr. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen, aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Okay, das machen wir wie? Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate über ein Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort nimmt nur so von Gate. Okay, ja, dann erzähl uns erstmal was von diesem Torianer. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Okay. Ich weiß, dass er sehr alt ist, sogar tausende von Jahren. Das klingt wiederum beeindruckend. Kannst du uns noch was über den Angriff erzählen? Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Ha, okay. Dann erzähl du uns doch mal eben noch kurz was. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Ach, dann bist du das, die wir suchen. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Ja. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Oh, cool. Viel Glück mit diesem Feld. Ach du scheiße Gegner. Oh Gott, oh viele Gegner. Haben wir sie alle? Ups, hi. Das kam jetzt überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet. So, hier ist bestimmt nichts mehr, außer ein schönes Feuerchen. Okay. Da scheint nichts zu sein. Aber da hinten war irgendwas, ne? Ja gut, so dann. Ups. Wollen wir mal gehen. Wir gehen mal eine Runde joggen. Es ist erstaunlich, wie gut ich mit dieser Handfeuerwaffe durchkomme. Das hätte ich nie gedacht. Dachte mir immer so, naja, Sturmgewehr, Schrotflinte, sonst was. Aber dass das hier so gut funktioniert. Links, rechts, geradeaus. Links, okay. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Was? Wo bist du? Hinter der Wand? Klang so. Nein, ich will kein Protokoll prüfen.